Sind. Ich freue mich sehr, dass unser Landesvorsitzender Jürgen Seidel mit Gattin da ist, dass Armin Jäger hier ist. Besonders freue ich mich auch, dass Herr Hacker den Weg hierher gefunden hat. Ich denke, das ist der Beginn eines fairen Wahlkampfes, den wir hier durchführen. Hacker, vielen Dank für Ihr Erscheinen hier heute Abend. Also wenn ich mich hier umsehe, Stefan Nolte, unser Stadtpräsident, hier ist so viel Parteiprominenz. Ich spare mir das jetzt. Heute Abend hat auch Dietrich Mundstadt eingeladen. Wie gesagt, ich wollte nur Gelegenheit nehmen, Sie ganz, ganz herzlich zu begrüßen. Sie wissen vielleicht, viele von Ihnen wissen, dieses Büro hat uns schon zum Kommunalwahlkampf zur Verfügung gestanden. Es hat sich sehr bewährt. Heute übernimmt Dietrich Mundstadt offiziell die Schlüssel, ist dann Hauptherr hier, Ansprechpartner, wird Ihnen für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Ich denke, wir wünschen Dietrich von ganzem Herzen einen erfolgreichen Wahlkampf und ich verspreche unter aller Namen, wir werden ihn nach Kräften unterstützen. Vielen Dank. Herr Gulli, ich darf gleich mal ganz forsch das Mikro an unseren Landesvorsitzenden weiterreichen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, heute hierher zu kommen. Er hat uns aber angedeutet, dass er nicht sehr viel Zeit hat, dass ich gerne mein Rederecht, was Bremer eingeräumt hat, jetzt an Jürgen Seidel abtrete, mit der Bitte, uns einige Worte zu sagen. Und ich werde dann zu Ihnen sprechen. Ja, sehr verehrter Herr Mundstadt, liebe Freunde, eigentlich wollte ich ja heute radeln, und zwar auf der wunderschönen Insel Bornholm. Das hat sich bei mir aber jetzt die Wochen wieder alles etwas anders dargestellt und so gesehen nutze ich da die Gelegenheit, mit meiner Frau dann noch mal abends ein bisschen durch Schwerin zu gehen. Aber so sind wir doch auch ganz schön, das will ich schon sagen. Gestern Abend ereilte mich die Einladung von Herrn Mundstadt. Er ist so ein pragmatisch zupackender Mensch, der nicht viel Umstände macht. Das zeichnet ihn aus. Und ich habe gedacht, also bevor du jetzt, sag mal, deinen Termin nachgehst, musst du wenigstens kurz vorbeigehen. Das gehört sich nicht nur, sondern es ist natürlich mir ein wirkliches Bedürfnis, Dietrich Mundstadt zu unterstützen bei einem Vorhaben, was ja nicht so ganz gewöhnlich ist. Und wir müssen uns immer im Klaren sein darüber, dass wir in einer Zeit gegenwärtig leben, wo manche sagen, was ist denn eigentlich anders als sonst? Wir gehen unseren Geschäften nach oder nicht? Wir machen Urlaub. Ich muss ein ganz klein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich muss halt sagen, vielleicht hat es dieser oder jener noch nicht so richtig gemerkt, aber wir befinden uns in der schwersten Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Das ist jetzt nicht Pessimismus, Frau Mann. Nur, ich sage Ihnen voraus, auch im Herbst werden wir spüren, dass die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sich umdreht. Jetzt im Moment fällt die Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt bei 12,7%, was ja noch immer unanständig viel ist. 110.000 Menschen, die keine Arbeit haben, die nicht wissen, wie ihre Perspektiven sich darstellen. Das ist ganz schlimm. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um diesen Zustand zu verbessern. Aber die Arbeitslosigkeit sinkt in Mecklenburg-Vorpommern von einem Monat zum anderen. Nur das wird im Herbst anders werden. Darauf müssen wir uns auch einstellen. Und nehmen Sie das nicht übel, ich rechne auch damit, dass nach Auslaufen der Kurzarbeit, das wird auch jetzt im Herbst passieren, die Dinge sich in manchen Unternehmen etwas anders zeigen werden. Und Sie kennen aus der Presse die Probleme, die wir im Schiffbau haben. Die sind allerdings wirklich ganz, ganz bitter. Und ich komme gerade aus Berlin. Ja, wir waren, wenn ich wir sage, der Ministerpräsident und ich, mit dem Kanzleramtsminister de Maizière, mit dem Bundeswirtschaftsministerium heute zusammen und haben uns von den neuen Bewerbern präsentieren lassen, also von den, wie soll ich es jetzt sagen, von den neuen Russen präsentieren lassen, wie denn nun die Entwicklung vorgesehen ist. Und ich will schon sagen, in der Tat, das sage ich ganz ernsthaft, der russische Markt
ist und bleibt für den Mecklenburg-Vorpommerschen Schiffbau eine große Chance. Das war auch nach wie vor richtig bei all dem, was wir hier erlebt haben. Es sind dort über 1000 Schiffe, die älter als 25 Jahre alt sind. Die Russen wollen mit aller Macht den Schiffbau oder vielmehr ihre Schiffsflotte erneuern. Sie wollen selbst Schiffbau betreiben, können dies aber auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht so von heute auf morgen regeln, brauchen dazu auch andere Werftstandorte. Ich glaube, dass Mecklenburg-Vorpommern eine große Rolle spielen kann. Die Frage ist nur, haben wir es mit den Investoren zu tun, die jetzt wirklich den Zugang haben zu den so nötigen Aufträgen? Und das eigentlich war das Ziel, heute mit der Bundesregierung gemeinsam diese Dinge weiter abzuklopfen. Das ist schwierig, weil man immer bekommt, ehemaliger Energieminister, tolle Funktionen, alle bisher in der Hierarchie, alles wunderbar. Und trotzdem, muss ich sagen, bleibt bei mir immer so ein Restmagengrummeln. Und das werde ich auch nicht loswerden, bis wir wieder richtig mit möglichst mehreren, zumindest mehreren hundert Menschen auf der Werft in Wismar, auf der Werft in Rostock Schiffe bauen. Erst dann, glaube ich, kann man sagen, ja, es geht vorwärts und wir kommen hier wirklich voran. Wenn ich sage, dass der Herbst schwieriger wird, dann will ich das gleich verbinden mit meiner Aussage, wir brauchen ganz dringend in Berlin tatkräftige Menschen, die Mecklenburg-Vorpommern vertreten, die auch über die notwendige Erfahrung den Hintergrund verfügen, um Probleme wirklich nicht nur zu benennen, sondern auch Lösungen aufzuzeigen. Und es wird Sie nicht sehr verwundern, dass ich der Meinung bin, dass Dietrich Bonschert auf dieser Strecke einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Wir haben unsere Liste geschlossen. Wir haben das Vertrauen in Dietrich Bonschert, was diesen Wahlkreis setzt, was diesen Wahlkreis betrifft, gesetzt. Und wir werden ihn kräftig unterstützen, dass er diesen Weg auch schafft. Es wird hier schwierig. Er hat, wie man sieht, sehr faire, sehr klare und deutliche politische Gegner. Das Wort geht mir jetzt ein bisschen schwer mit den Lippen, weil ich glaube, Konkurrenten, so ist es richtig, weil wir uns hier vernünftig miteinander bewegen. Das ist, glaube ich, auch gut so. Gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise, finde ich, gehört es dazu, dass man sagt, natürlich bewerben wir uns um bestimmte Ämter und bestimmte Funktionen, aber deswegen hassen wir uns nicht und deswegen können wir auch durchaus miteinander arbeiten. Das gebietet der Anstand und das gebietet die Sache. Und insofern wünsche ich alles Gute, viel Erfolg, Stehvermögen. Ich weiß ein bisschen, wovon man da redet und will meinen Teil dazu beitragen, dass das Vorhaben wird. Alles Gute.